Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Cash Kings hier aus dem Kings Casino in Rotzwerdorf. Wir fangen natürlich wie jede Woche an mit der Zusammenfassung und der Highlight-Show der letzten Woche, der 2-5 Ante 5 Hold'em-Partie. Und wir sehen nochmal die Chipstände, bei denen wir wieder einsteigen. Chabu da, Moment, zu dem Zeitpunkt der große Gewinner. Und wir warten auf den Streamstart. Gerhard auf der 8, auch schon mit 1100 im Plus zu dem Zeitpunkt. Eddie zu dem Zeitpunkt mit Natascha, die größeren Verlierer am Table. Und nach der Highlight-Zusammenfassung kommen wir dann zu unserer heutigen 5-5-Oma-Partie. Des Weiteren sehen wir oben rechts schon eingeblendet im Kings wieder Action geboten. 200k sind da guaranteed vor Anfang Februar. Und wir steigen in die Action ein. Open Race und sofort die 3-Bet von Marek. Ja, Marek hier mit der 3-Bet mit Queen 8 und outfloppt Jaroslav sofort. Der auch mit der 8 bettet hier von vorne. Es ging die meisten 3-Bet-Ranges eigentlich vorne. Und Marek raced es sofort, protected gegen Flush-Draws. Kriegt hier den Call einmal. Sehen den Turn, Flush kommt sofort an. Das dürfte eigentlich bei beiden die Action ein wenig rausnehmen. Marek check behind. Ja, jetzt macht er natürlich das Full. Er sollte dafür keine Action kriegen eigentlich. Sollte check bet fold gehen. Er wird hier denke ich nochmal betten. Ja, sieht so aus. 240 etc. Ja, das könnte hinkommen. 340 sogar. Ja, das sieht natürlich ein bisschen eher nach Bluff aus bei ihm. Oder nach der Action am Turn kann er dann natürlich auch einfach nichts haben. Aber er dürfte da eigentlich trotzdem keinen Call kriegen. Ja, Jaroslav hat nicht mehr so viel Stack, um das zu callen. Ringt da ein bisschen mit sich, aber er dürfte das eigentlich folden. Schaut ihn da an, versucht ein bisschen Info zu kriegen. Das dürfte bei Marek nicht klappen. Test. Test, test. Test, 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 test. Er überlegt das wirklich zu callen. So wie Marek es spielt, ja, er callt das. So wie Marek es spielt, kann es auch der Bear Bluff sein. Die reicht und das wohl erst recht. Ja, er gibt ihm wahrscheinlich Ace King High, Ace Jack High. Hände in der Range, die den Flop einmal kontibetten, dann den Turn behind checken und am River denken, sie sind mit Ace High noch vorne oder kriegen genug Fold Equity. Ja. Wenn er mit der 8 gewinnt, gewinnt er mit jeder Hand. Man sieht, er ist davon ein bisschen mitgenommen. Ärgert sich wahrscheinlich auch ein bisschen über seinen Call, aber ja. Marek spielt das gut mit dem Check Behind am Turn. Klar ist das eine ugly Card für ihn und deswegen er, ja, kreiert sich mit diesem Call, mit dem Check Behind am Turn natürlich noch einen Haufen Action. Kriegt da die Potbet bezahlt und wir sehen die nächste Hand, in der Jaroslav wahrscheinlich jetzt ein bisschen tilt.
Außerdem ist Maulband hier mit 3-2 nachbezahlt. Race kam von Linden auf der 1. Und 5 Spieler sehen den Flop. Queen 10 Tray. Ja, alles in Kreuz dürfte natürlich die Action ein bisschen schwächen, auch wenn keiner an Kreuz hält. Mark checkt, Stefan checkt auch. Und es wird durchgecheckt. River. Au, oh, schöne Karte für Jaroslav. 75 spielt er ja an. 70. Jetzt könnte Stefan fast überlegen, das zu bezahlen, weil. Naja, gut, er checkt den Flush in First Position schon. Oh, da wird schon out of turn gefoldet von Eddie. Ja, er bezahlt das einmal, aber dürfte dann River wahrscheinlich nicht mehr viel Action geben. Jaroslav kann das natürlich nochmal anspielen, aber dann müsste Stefan eigentlich wegschmeißen. Ja, der König ist natürlich keine so verändernde Karte für ihn. Normal kann er ihm kein King geben, außer er gibt ihm den Kreuzkönig Bear, den er am Turn dann anspielt. Ja, die 100 dürfte er wahrscheinlich noch bezahlen. Außer er lässt sich jetzt dazu hinreden, das jetzt zu folden. Reicht auch. Gibt ihm da die bessere Hand. Und gibt das hier auf. Jaroslav kommt also ein bisschen zurück, kleiner Potzer nur. Und die nächste Hand, Nummer 80 bei Cash Kings. Chabu mit Jack 8, Callt Eddie auch. Jaroslav auch mit dem Call. 7-3 off, nice. Ja, der fühlt sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen so gezwungen, ein paar Hände zu spielen. Er will seinen Call, den er da gemacht hat, ein bisschen versuchen, wieder wettzumachen. Er ist in Position und hofft, dass er wahrscheinlich die anderen ausspielen kann, wenn er jetzt hier Preflop callt. Wirklich Value Hands macht er da ja eigentlich nicht. Ah, gut, Gutshot am Flop. Ist dann schon fast Weihnachten für diese Hand. Viel Value ist da nicht drin. Stefan, seinen Fünfern spielt er an. Ja, Eddie wird das auf jeden Fall bezahlen, wenn er nicht sogar raised. Wie viel hat Eddie Stack? Eddie hat noch 500 Stack. Ja, er raised hier. Ja, 150. Jaroslav mit dem Fold. Ja, ich stelle Stefan so ein, dass er das eigentlich einmal bezahlt und dann auf weitere Action aufgibt. Ja, er bezahlt auch einmal. Eddie kann auch gut den Flush Draw raisen. Er muss nicht zwangsläufig die 10 haben. Das ist natürlich jetzt eine schlechte Karte für Stefan. Die wird ihm nicht gefallen. Ja, checkt hier, das war klar. Eddie checkt behind. Gibt dann wahrscheinlich wiederum Stefan den Flush Draw. Mit dem Ass-Treffer. Wenn er jetzt hier anspielt, kann er wahrscheinlich gewinnen. Eddie hat 400 behind. Ja, wahrscheinlich nicht. Check behind und Eddie wird gewinnen mit der 10. Nur die 10, sagt er ja. Ja, er sagt hier, du hast den Turn getroffen, oder? Wow, ja. Da wundert er sich, dass er die Hand gewinnt. Er gibt ihm da wahrscheinlich den Flush Draw als einen Großteil seiner Range und die Spieler sind nach dieser Hand kurz in der Pause. Alle Infos zu Turnieren momentan im Kings etc. und auch die zukünftigen findet ihr auf der Homepage des Kings Casino www.pokerroomkings.com. Da alle möglichen Infos, die ihr braucht. Und eins der nächsten großen Events vom 14. bis 20. Januar, die European Poker Sport Championship mit 100.000 Euro Guarantee. Hier ein Raise von Marek. Queen Jack suited, 25, wird zweimal bezahlt von Sevens bei Stefan. Gerhard mit 10, 7 suited. Das dürfte Multiway laufen. Chabu auch mit dem Call. Und Eddie nicht mit der besten Laune, bei ihm läuft es nicht gut. Verständlicherweise. Und
Jack 9-3 der Flop. Marek momentan mit der besten Hand. Chabu ist ein Spieler, der da mal kontrollieren kann mit der 9. Adrian auch. Okay, er hat Colt hier mit dem Gutshot. Ja, es ist natürlich schon die Partie etwas fortgeschritten. 84 Hände, da sind solche Colts teilweise an der Tagesordnung. Simon Ander auch immer noch hinten, auch wenn er hier mit einem Monster Stack da sitzt, mit den 1000 BB. Er ist tief in der Partie drin und sieht jetzt natürlich wieder das Kreuz. Ja, er checkt, glaubt wahrscheinlich, dass er da gegen eine der Hände geschlagen ist und Gerd nimmt sich diese Möglichkeit und wird das bluffen. Könnte, wenn man mich fragt, durchgehen. Ja, Adrian dürfte das einmal bezahlen, auf jeden Fall. Er hat halt eine schlechte Position, weil Marek noch hinter ihm sitzt, der jetzt gecheckt hat. Er überlegt da, ich denke nicht, dass er es folden sollte. Das wäre... Also wäre meiner Ansicht nach die falsche Entscheidung, ja. Er wird das callen, genau. Und Marek, es wird natürlich schwierig. Er gibt einem der beiden Spieler auf jeden Fall den Flushdraw und gibt das auf, ja. Zwei Calls, zwei Spieler. River blankt. Ich denke, Adam wird das aufgeben, wenn Gerhard nochmal anspielt. Andererseits ist es für ihn natürlich auch ugly, jetzt seinen Spieler reinzubluffen, von dem er keine Info über die Hand hat. Er glaubt wahrscheinlich nicht, dass er mit der 9 gewinnen kann, deswegen wird er hier anspielen. Er wünscht sich wahrscheinlich nicht den Call. Und Snapfold von Gerald. Ja. Er glaubt eben nicht, dass er mit der 9 Showdown Value hat, deswegen muss er hier bluffen, auch wenn er die beste Hand hat. Logischerweise kann er das nicht wissen. Er hat einfach kein Showdown-Value mit nur dem 9er Hit. Aber die Line von Gerhard ist schon irgendwie, also ist in den meisten Fällen nicht der Flush. Deswegen macht es schon Sinn, da nochmal anzuspielen. Er wird da häufig einen Fold bekommen. Eddie ist auch wieder am Tisch. Hand Nummer 85. Marek im Straddle. Ja, Straddle von 10. Gerhard raised auf 50. Ace King suited. Adrian mit 10-7 off. Sieht nach einem Fold aus. Ich glaube, er hat schon gefoldet, ja. Und Natascha sieht aus, als würde sie die Hand spielen wollen. Aber eher mit einer 3-Bet. Ja. 3-Bettet hier. In Position auf 160. 170 mit Ace-Jack suited. Ja, für Marek jetzt natürlich interessant, was die zweite Karte in seinem Jack ist. Wenn das natürlich Jacks sind, wird es schwierig. Ah, foldet hier. How much are you playing? Ist da die Frage. 1,5K ist die Antwort. Er ist out of position, von daher ist die Hand natürlich, wenn er misst, ziemlich schlecht für ihn zu spielen. Natascha's Range ist natürlich in Position ein bisschen größer, aber da sie relativ viele Hände gefoldet hat bis zu dem Zeitpunkt, kann er sich natürlich nicht sicher sein, wo er da steht ohne Hit. Er callt jetzt. Die 170 ist ja natürlich schwer zu sagen, was da immer die richtige Entscheidung ist. Man kann es definitiv callen. Es müssen beide den Flop und dann ist es für Gerhard natürlich schwierig, out of position da viel anzustellen, wenn Natascha nicht behind checkt. Da sie gedribbelt hat, sollte sie eigentlich kontribuieren. Außer sie hat da irgendeinen Read auf ihn. Nein, das wird sie schon anspielen. Ja, sie bettet es auch. Dürfte damit gewinnen, außer Gerhard wird kreativ. Andererseits ist der Pot schon 400. Die Conti bettet jetzt
2,80. Eigentlich kann sie es nicht mehr folden, von daher sollte er wissen, dass er sie dann nicht mehr von der Hand runter. Ja, gut, in dem Fall wird sie folden, weil sie wirklich nur den Galasch hat mit einer Overcard. Ist natürlich schwierig zu sagen. Mit der Range, die sie da hat, wird sie normalerweise nicht mehr folden. Es sieht schon relativ committing aus. Der Pot ist jetzt 700. Ja, er foldet auch. Gibt dir da die bessere Hand. Niedelt ihn ein bisschen. Called hier, Ace Queen suited. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er da irgendwie 3-Bet oder 4-Bet pushen kann. Open Race kommt vom Button. Stefan mit 9-6 suited. In Position kann man das raisen. 3-Bet. Ist das eine 3-Bet? Ja, von Gerhard. Raised hier auf 80. Mit dem großen Stack wird er kreativ aus dem Small Blind. Ja, was macht Eddie jetzt? Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, Stack-Size-mäßig für ihn. Also das Cold-Callen ist definitiv eine Möglichkeit, die er machen kann. Seine Hand ist dann sehr verschleiert. Er weiß eigentlich gar nicht so richtig, was er hat. Da ist dann natürlich die Frage, wie spielt er das am Flop, wenn er misst. Aber er hatte anscheinend schon so das Gefühl gehabt, dass die beiden nicht zwangsläufig stark sind. Und er da Preflop nicht viel Value bekommt, wenn er nochmal drüber geht. Ja, das ist jetzt die Frage. Was macht er auf solchen Flops? Gerhard mit der 4, mit dem Hit muss auf jeden Fall Conti betten. Macht er auch 175. Was macht Eddie jetzt? Ja, ist schwierig für ihn. Er callt hier die 85. Ja, bisschen ratlos. Er weiß halt nicht, was er machen kann. Er verpasst und foldet. Ja. Er wusste eben selber, dass er, wenn er Preflop drüber geht, muss er reinstellen. Das ist dann zu viel. Seine Stack Size ist eben sehr unangenehm für den Spot, meiner Ansicht nach. Und die nächste Hand, Nummer 99, sieht nach sehr Multiway aus. Callen alle den Straddle von 10. Und Eddie checkt sein Straddle. Queen 9. Ja, der Überblick fehlt ein bisschen bei dieser Hand. Wir schauen uns einfach mal den Flop an. Dann wird sich das rauskristallisieren, ja. Der Ace-Hit von Jaroslav ist vorne. Kann sich natürlich gegen alle Spieler auch nicht so wundertoll fühlen. Marek Fold, ja. Er hat da angespielt. Das dürften eigentlich bis auf Eddie alle folden. Der kann sich überlegen, ob er das einmal callt. Ja, macht er. Ist relativ günstig für den Pot. Jaroslav sagt er, oh, you have flush draw. Kommt sofort. Eddie sollte das jetzt checken. Ja. Ja. Das sagt er richtig, ja. Du musst natürlich auch gut treffen. Du musst natürlich auch gut treffen. Dass die Bank so halbwegs offen hat. Hier Race mit 6 an von Adrian. Und wird von 3 Spielern gecallt. 4 sogar. Der Auslauf floppt hier die Queen gegen wenig Action, vermutlicherweise. Der Flush Draw könnte ja einmal callen bei Gerhard. Oh, er hat keinen Flush Draw. Ups. Ja. Bet von 100 von Stefan bezahlt mit dem Nut Flush Draw, ja. Da sitzt der Flush Draw.
ja, Gerhard Vollitt. Der Rest sollte auch aufgeben, wenn ich das richtig sehe, ja. Und ist in Heads Up den River. Jack. Naja, Jaroslav checkt hier. Er weiß, dass er vorne ist. Gegen die meisten Hände, schätze ich. Und Stefan dürfte das Behind checken. Ich mich nicht irre. Oh, er hat hier gewertet 120. Das ist natürlich... Ah, 220. Trotzdem eine relativ kleine Bet. Im Verhältnis zum Pot. Und ich glaube auch nicht, dass der Auslauf das foldet. Ihn schlägt hier wirklich nur die 5. Und ich glaube nicht, dass er die Stefan gibt. So direkt. Andererseits will er nicht schon wieder so einen... Ah, doch, er macht den Call. Ace High, ja. Ja. Stefan hat eben keine Möglichkeit, den Pot anderweitig zu gewinnen, als zu betten. Deswegen macht das schon Sinn von ihm. Und Jaroslav mit dem Call kommt wieder ein bisschen raus. Ja, Leute, heute das Sunday 50 No Limit Hold'em im Kings. 14 Spieler momentan nur angemeldet. 50 Euro das bei Ihnen. 2500 sind hier garantiert. 25 Minuten Levels und die Late Rack läuft noch bis 21 Uhr. Wenn ihr einen kurzen Weg habt, kommt ins Kings. Easy Money am Sonntagabend. Weiterhin bei den Chipständen nur Chabo und Gerhard im Plus. Dafür ordentlich was geboten bei Verhältnissen einer 2-5 Partie. Gut, wir spielen schon 100 Hände, da ist natürlich schon einiges passiert, aber so einseitig von der Verteilung her ist es natürlich schon interessant. Ja, Marek Colt hier so nebenbei ist eigentlich mehr an seiner Zeitschrift interessiert. Ja. Ass 8. Heads up gegen 7 8 suited. In Position von Chabo geraced. Ja, der Flop dürfte wahrscheinlich mit genauso viel Interesse bei Marek verlaufen, wie es Preflop gelaufen ist. Denk nicht, dass er. Na, wobei, es gibt eben wenig Hände, die Chabo da hat, mit denen er sofort vorne ist. Ace High ist dann in den meisten Fällen noch gut. Ja, call das. Mal schauen. Turn 5. Ja, jetzt, wenn er den Flop callt, müsste er den Turn eigentlich auch callen. Ja, check behind von Chabo. Jetzt der Flush da. Und das dürfte check mit für Chabo gehen. Ich denke nicht, dass er den nochmal anspielt auf einem Double Pad Board. Wow, okay. Wettet hier 100. Weiß nicht, von was er da gecallt werden will, so wirklich. Wenn er natürlich gar nichts hat, ist die Bet gut. Mit dem Flush könnte man auch behind checken. Man gewinnt in den meisten Fällen und wird nur bezahlt, wenn man verliert. Hat Marek da die Idee zu raisen? Ja, er hat das gesehen, glaube ich, bei Chabo, dass da nicht das Full da ist und raised hier. Das ist natürlich eigentlich die beste Idee, die er haben kann. Wenn man beide Karten, wenn man beide Hände sieht, ist es natürlich klar, was er da machen muss. Aber Marek ist eben auch gut genug, das zu erkennen, wenn er die Hand des Gegners nicht auf dem Screen sieht. Sehr starkes Spiel. Ich weiß allerdings nicht, ob Chabo das foldet. Wäre jetzt interessant. Wow, er called. Wow. Wow. Ja, Marek mit dem richtigen Move. Wow. Ja, das ist natürlich schwer zu erkennen hier. Er callt da mit dem 8-Hoch-Flush auf dem Double-Pad-Board. Wow. Starker Call. Gibt da Marek anscheinend doch nur den Bluff. Hätte ich jetzt nicht bezahlt an meiner Stelle. Er schlägt da eigentlich nichts, außer dem Bär-Bluff. Und
den auf. Naja, gut, Marek ist wahrscheinlich der einzige Spieler, dem er da den Bärbluff geben wird. Marek raised hier, Bube 6 im Peak. Stefan Colt, Queen Jack suited. Tasche am Button fold. Chabu im Small Blind mit 9-8. Und Eddie gibt's am Big Blind auf. Bombenflop für 7 Under, aka Marek, wird das hier definitiv Conti werden, 50 schätzungsweise, 50, ja. Und Stefan Colt, ja, verläuft relativ standardmäßig die Hand. Interessant wäre natürlich der Turn mit einem Pik-König, wäre wahrscheinlich die beste Karte für die Action. Die Queen ist für Marek schon eine sehr schlechte Karte. Er kann auch Drawing Dead sein gegen Queen Jack. Er hat selber den Jack, spielt jetzt klein an, weil er glaubt, dass Stefan ihn nicht raised, wahrscheinlich. Man sieht es ihm auch an, er ist ein bisschen verwirrt von der Bet-Size, aber er kennt, dass Marek da versucht, ein bisschen zu blockbetten. Er versucht da zu blocken mit 25 und dann callt er? Okay. Ja. Es ist eben ein relativ guter Preis. Callt er 100 für 400. Ja. Jetzt checkt er Stefan und anspielen und dann müsste er es eigentlich folden. Der bettet hier 200. ja. Das ist eigentlich eine Size, von der Marek weiß, dass es nicht wirklich auf der Bluff ist. Er dürfte das folden, denke ich. Aber wie man ihn kennt, will er alle Möglichkeiten abdenken. Und das sieht nach einem Call aus. Ja, er ist eben, ja, es gibt noch Busted Flush Draws. Allerdings denke ich, dass Stefan die nicht so gespielt hätte. Ja, sieht ein bisschen genervt aus natürlich, wenn man so einen Call macht. Das ist entweder sehr genial oder eben sehr daneben. Ja, ist eben einer, der es versucht, gerne so zu callen. Ja, ist damit auch oft richtig, in dem Fall hat es nicht funktioniert und dann ist es natürlich eher enttäuschend für ihn. Straddelt gleich mit 10 und wir sehen Hand Nummer 109 folded. Neuer Spieler auf der 8, Susa aus Tschechien folded auch. Adrian auch gefoldet, Natascha mit 8, dann müsste Open Raisen, wenn ich es richtig sehe. Ja, 35 ist die Open Raise. Und kriegt hier den Call von Eddie im Small Blind und Marek im Straddle wird das auch bezahlen. Drei Spieler sehen den Flop. 2-4-3. Ja, da wird von Eddie, denke ich, einmal die Conti wird bezahlt werden mit dem Gutter. Er ist schon immer noch eine Lage hinten, wenn ich mich richtig erinnere, oder eineinhalb, zwei. Sie checkt behind. Wow. Ich denke, dass sie eher behind checkt, um zu trappen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie da vor irgendwas Angst haben müsste oder hat. Ja, jetzt Delayed Continuation Bet von ihr. Dürfte reichen, um das zu gewinnen. Marek mit dem Open Ender. Er ist natürlich immer noch stark, aber lässt sich dann nicht drauf ein.
Ja, Leute, wenn ihr den kurzen Weg habt ins Kings Casino, dann fahrt noch rüber. Es ist Monster Value geboten hier beim Sunday 50 im Kings. Momentan immer noch 14 Spieler erst im Turnier. Die Guarantee von 2.500 € ist noch dabei. Bis 21 Uhr kann man noch einsteigen. Wenn ihr den kurzen Weg habt, nehmt ihn auf euch. Es lohnt sich hier ins Kings. Und natürlich in den kommenden Wochen viel Action geboten im Kings. Der Poker News Cup vom 4. bis 9. Februar ist da das ganz große Event. 200.000 € sind da beim Main Event garantiert. Beginnt wie immer schon am Mittwoch mit dem Opening Event. Und Starttage 1A, 1B und 1C verteilen sich dann über Donnerstag, Freitag und Samstag. Mit diversen Side-Events, ein Omaha mit Rebuy, Satellites während dem ganzen Wochenende, Donnerstag, Freitag und Samstag für die jeweiligen Main-Event-Tage, Sonntag dann der Tag 2 und Montag der Final Day vom Poker News Main-Event. 200.000 € sind da garantiert. Die Hand, die wir hier sehen, beide mit Bottom Straight, Eddie. Und das wahrscheinlich mit Schmerz behind callen. Job, job. Ja. Ja. Kleiner Pot für beide. Ja, das Geld ist so ein bisschen vom Tisch geblutet, muss man sagen. Alle irgendwie ein bisschen stuck. Gerhard hat da sein großes Plus eingetütet. Verständlicherweise. Es kann für ihn nur noch gefährlich laufen. Die Stacks sind relativ deep. Es kann da auch in einer schlechten Hand für ihn, kann es ihn alles kosten. Macht natürlich Sinn da. Hand Nummer 111. Fold von Sousa. Chabo hier der erste, der ins Boot springt. 10-7 off. Eddie mit 8-9. Jaroslav called am Button. 4-2 suited. In Position. Einfach mal mit reinlimpen. Das Raise kommt von Stefan aus dem Big Blind. 30 ist das Raise von Stefan. Und wird von beiden bezahlt. Ja, Marek holt es auch. Und vier Spieler sehen den Flop. Da fehlt traurigerweise der Stefan in der Grafik. Oh, Ass 8. Hier bei ihm floppt das Ass. Ja, dürfte da wenig Action kriegen in diesem Fall. Conti-Bet von 100. Reicht für alle wahrscheinlich. Ja. Und noch ein kleiner Pot für Stefan. Schwierig für ihn natürlich gegen die Hände da Action zu generieren. Und wir sehen einen weiteren Dealerwechsel. Race hier von Chabu mit King Queen off. Eddie called das trotzdem. 9-6, Jaroslav gleiche Hand plus suited.
Und Marek am Button mit Ace Jack, das dürfte eine 3-Bit sein, ja. 3-Bit hier 150, wenn ich es richtig sehe. Ist das 100? Oder sind es 25? Ja, 150 ist hier die 3-Bit. Ja, er hat natürlich schon die 30 wurden schon zweimal bezahlt. Und ich denke, zumindest Jabu dürfte das bezahlen. Eddie müsste das dann folden. Jaroslav ist auch wahrscheinlich eher bereit, das zu bezahlen, als hier zu folden. Eddie gibt auf, klar. Er ist da bei der Action eigentlich nie wirklich rosig. Und auch Jaroslav bezahlt hier. Marek natürlich jetzt in Position. Ist für ihn eigentlich ein gutes Setup. Ja, gut. Floppt sie beide ziemlich tot. Allerdings kriegt er da auch in den meisten Fällen keine Action mehr. Ich denke, er wird sogar... Oh, ja. Er bettet halt jetzt ein Fünftel vom Pot in der Hoffnung, dass da noch irgendwer auf Ideen kommt. In dem Fall dürfte es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber es macht schon Sinn, da der von Flush Draws möglicherweise bezahlt wird. Chabu hat noch nicht gefoldet. Könnte natürlich jetzt versuchen, da zu bluffen. Andererseits gibt es eben bis auf Ace-Jack eigentlich keine Value-Hände. Und dann auch nur wirklich die eine Hand zu repräsentieren, macht eben wenig Sinn. Ja, Jaroslav foldet auch. Und Marek nimmt hier den Pot mit. Easy Flop für ihn. Ja, hier im Kings ab nächster Woche findet die European Poker Sport Championship statt. 14. bis 20. Januar ist da das Datum, das ihr euch merken solltet. Beim Main Event sind 100.000 Euro guaranteed. Starttage Donnerstag, Freitag und Samstag, sogar zwei Starttage für das 175 Euro Buy-in Event. 50.000 sind die Stacks am Anfang und mit Sonntag, dem Final Day, ist das am Wochenende auch komplett abgeschlossen. Donnerstag, wie gesagt, der erste Starttag. Mittwoch ein Kings Route 66 Freeze-Out als Opening Event. Um 20 Uhr geht's da los. Wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, lohnt sich definitiv hier im Kings mit den Satellites, die auch angeboten werden. Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils eins für die Main Event Starttage. Für 40 Euro kann man sich da schon qualifizieren. Und hier sehen wir eine 3-Bet von Adrian aus dem Big Blind mit Ace Queen suited. Nach dem Open Race und Call gewinnt sofort die Hand. Ja, waren natürlich für ihn auch keine Value-Hände da, die ihn wirklich bezahlen können. Und für den kommenden Livestream ab 19 Uhr fängt hier die Action an. 5-5 Pot Limit Omaha wird heute hier im Kings gespielt. Da haben wir für euch einen Gastkommentator, den ich jetzt noch nicht verraten will, in der Box. Ihr kennt ihn mit Sicherheit alle, ein Regular im Kings. Wird hier mit mir die Omaha Action dann kommentieren. Bis dahin sehen wir noch einen Raise von Marek, 9-6 off, auf 40, ja. Kriegt Straddle, kriegt Folds hier von allen, Chabu im Straddle, Bube 3, naja, gegen einen, weiß nicht, ob er das foldet, sieht eher nach dem Call aus, ja. Ja, callt hier, einfach mal schauen, was passiert. Gegen Marek weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Der ist schon sehr, sehr stark. Postflop auch. Ja, jetzt floppen beide den Flush Draw. Und flippen ganz genau. Marek allerdings in Position. Ja, gewinnt das sofort. Chabu, bisschen angenervt, dass er da einen wirklich so gefährlichen Flop
zu sehen bekommt. Allerdings auch die Frage, was er da gehofft hat, mit Jack 3 zu floppen, ist natürlich die Frage. Out of Position gegen Marek, schwierig zu verteidigen, würde ich sagen. Von der Unterhaltung kann ich leider nichts verstehen. Aber ich denke, das geht an Jaroslav und Eddie. Die beiden wissen schon, von was er da redet. Ich kann es leider nicht übersetzen. Aber es geht, denke ich, um den neuen Spieler auf der 8, den Sousa, von dem er sich da gewünscht hätte, dass am Button er zumindest callt. Natascha im Smallblind, raised hier auf 55 mit Königin. Natürlich schöner Spot für sie. Dürfte, denke ich, zwei oder drei Calls sogar kriegen. Stefan Calls auch mit Ass 5. Marek hat gefoldet. Aus dem Straddle, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ja. Und 220 Import. Sehr ungefährlicher Flop für die Ranges, die Hände, die sie tatsächlich halten. Aber der Check von Natascha ist definitiv verständlich, wenn hier Jaroslav und Stefan da in Position callen, sind da schon oft so Hände dabei. Man hat es auch gesehen in den Händen vorher, 7-5 ist schon eine Hand, mit der man sich mal den Flop anschaut, auch wenn es 55 kostet. Bei einer 5-5-Partie natürlich vollkommen verständlich, oder 2-5, Ante 5 sowieso. Der Port ist Preflop relativ groß durch die Ante. Aber gegen die beiden Hände dürft sie hier gewinnen. Mit ihrer Delayed C-Bet. Oh, Stefan hat da noch die Idee. Callt hier einmal mit dem Gutshot. 140. Ja, Natascha wird wahrscheinlich, wenn sie dann nicht improved. Oh, ja, sie improved. Mit Kings. Jetzt ist die Frage: Trappt sie ihn da? Ja, sie trappt ihn. Sie taggt, gibt die Möglichkeit zu bluffen. Wenn sie anspielt, kriegt sie eigentlich von keiner Hand wirklich Value. Ja, er checkt behind und sie muss eben hier ihr gerapptes Full zeigen. Ist natürlich klar, dass das gut ist. Aber Stefan hat da nicht die Möglichkeit gesehen, sie da von irgendwelchen Händen runterzukriegen, die kein Draw sind. Und selbst gegen den Draw ist er nicht wirklich vorne. Von daher checkt er das lieber behind, gibt auf und sieht die schlechten Neuigkeiten, dass er da wirklich ein Monster gelaufen ist. Lebhafte Diskussion auf Tschechisch, wenn ich raten müsste. Verstehe es leider nicht so wirklich. Und Restraddle von Marek auf 20. Fold Stefan. Sousa auch mit dem Fold. Noch nicht viel gesehen von ihm. Naja, mit Queen 4 ist da wenig zu machen. Kann sich an der Action noch nicht so wirklich beteiligen. Chabu aus dem Small Blind callt König 8. Und das ist ein Raise von Eddie aus dem Big Blind, dessen Hand werden wir leider noch nicht sehen. Ich denke nicht, dass... Oh, 4-5 off. Nice try. Sieht natürlich stark aus dem Big Blind hier. Wenn er mit seinem relativ kleinen Stack so viel raised. Ace-Jack ist aber bei Marek da nicht zu folden. Jetzt mit seinem Gutshot, er checkt lieber. Er weiß, dass Marek da in vielen Fällen einfach einen Ass hat. Checkt behind. Kreiert definitiv Value für ihn mit Ace-Jack, wenn er Eddie da wirklich gibt, was er hat. Airball. Ja. Er checkt sogar zweimal behind, weil er wirklich weiß, dass Eddie wahrscheinlich in den meisten Fällen nichts hat, wenn er da den Flop checkt. Seine Air-Range. Blufft er hier mit 100. Das wird Marek callen. Call. Und fold. You win. Ja, er hat es probiert. Nach zweimal Check macht es auch Sinn, da anzuspielen. Aber Marek macht das gut. Sichert sich so nochmal den extra 100er, den er da als Value bekommt. Straddle, Restraddle. Ja. So ist das eben. Marek wieder im Straddle, wenn ich es richtig sehe.
Ja, Straddle 10. Mit 10-7 auf dem Straddle keine so schlechte Hand. Ah, Race von Natascha wird er wahrscheinlich einmal callen. Ja, denke ich, spielt gern mit ihr. Sie ist eben oft auf der Value-Schiene unterwegs, aber. Call, call. Ja, Auslauf, das dürfte eigentlich nicht folden. Ja, bezahlte ja auch. Eddie mit 9 auch gecallt und Marek foldet. Ja, gegen viele Spieler ist er eben nicht wirklich gut mit seiner Hand. Der gibt da wahrscheinlich Natascha auch Value. Oh, das war eine 3 von Erslav, deswegen. Ah, auf 165. Ja, Natascha steht jetzt natürlich vor der Entscheidung. Sie ist wahrscheinlich gegen die meisten 3 nicht so wirklich toll. Es hat halt in den meisten Fällen 3 Outer. Erkundigt sich da trotzdem nach seinem Stack. Dürfen ungefähr 900.000, ungefähr 1000 sein insgesamt mit der 3-Bet. Und sieht so aus, als würde es 4-Betten wollen. Ja, das ist eine 4-Bet. Ordentlich. Mit ihrem Image ist das definitiv ein guter Move. Weil Jaroslav noch genug behind hat, das zu folden. Eddie wird jetzt pushen, ja. Das macht Sinn. Und man sieht dann ihre Reaktion schon da. Ist natürlich jetzt ugly für sie. Sie muss das wahrscheinlich auch callen. Ja, 530. Sie 4-Bettet auf 380. Das muss sie definitiv nachbezahlen. Auch wenn sie da weiß, dass sie nicht so gut ist. In den meisten Fällen. Wenn Jaroslav jetzt auch noch pusht, kann sie sogar folden. Ist natürlich jetzt schwer zu sehen. Das sind 530. Ha. Ja, es ist für ihn natürlich ein sehr ugly Spot. Er re-raised hier, dann kommt auf einmal der Cold Push von Eddie. Da sind 7er, 8er definitiv so in der Range, 9er auch. Mit denen er halt das Race nur called, out of position und dann gegen Re-Race Action einfach alles reinbringt, in der Hoffnung, dass er flippt. Sind 530 ungefähr. Ja, ist für Jaroslav natürlich jetzt ein schwieriger Spot. Er hat auch noch genug behind, um das zu folden. Aber er ist wahrscheinlich auch so in der Lage irgendwie, dass er es nicht folden will. Er will einfach jetzt eigentlich die Hand spielen, sonst würde er sie nicht 3-betten. Jetzt kommt er natürlich in die prekäre Situation, dass es für ihn sehr ugly wird mit hier 4-Bet und dann 5-Bet Sharp. Natascha kann, glaube ich, nicht re-raisen, aber er foldet das, ja, weil sie einfach dahinter sitzt und... Du bist sehr stark, oder? Ja. Sie sagt, sie ist committed, das muss sie callen. Sie weiß auch, dass sie da nicht so gut ist. Aber wenn sie hier eben 4 bettet, dann muss sie es auch callen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, sie sagt, besser als er. Sie wollte da gegen Jaroslav spielen, hat natürlich mit Eddie nicht gerechnet. Er cold-called das Race, also er callt das Race nur und dann ist Nines da wahrscheinlich die beste Hand, die er hat. Ja, sie wollte da nicht gegen Eddie spielen, hat ihn definitiv auch auf den Fold gesetzt, der da wahrscheinlich in den meisten Fällen auch einfach kommt. Nines ist da wahrscheinlich die beste Hand, die er hat und reinstellen kann. Aber wenn das eben passiert, dann sind es für sie halt nur noch unter 200, die sie nachbezahlen muss. Von daher muss sie das callen, auch wenn sie weiß, dass sie nur den 3-Outer hat. Restraddle 20 hier. Stefan im Straddle, Susa Restraddle. Call von Eddie.
Abkäufe in Jaroslav. Das dürfte Marek callen. Ich weiß seine Hand nicht, aber ich gehe davon aus, dass er das callt. Na, oder raised, wenn man seine Hand natürlich nicht sieht. Aber folden wird er das nie. Wenn ich Marek richtig einschätze, dann ist das für ihn nie ein Fold. Welche Hand hat er denn? Ja, 9 ist okay, das ist obviously value, das ist klar dann für ihn. Queen 10 von Stefan sind bezahlt. Dann kann Jaroslav auch nicht folden, das macht natürlich Sinn. Ich glaube, sie spielen jetzt gerade so die letzten paar Hände, deswegen ist es unfoldbar für alle, die noch hinten sind, und das sind nun mal alle. Ja, der Flop ist natürlich nicht schlecht für Jaroslav. Eine der letzten Hände, mal schön Nuts floppen. Stefan würde mir die Action geben. Eddie mit Gutshot schiebt alles rein. Alles oder nichts. Gibt nur noch All-In, kommt schon, was wir brauchen. Ja, das ist natürlich jetzt blöd in der Situation. Du hast nämlich nur noch ein Out zum Teilen, Eddie. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber an seiner Stelle wahrscheinlich auch geschafft. Es ist schon ziemlich viel Geld im Port. Er hat Topper mit Gutshot. Es muss natürlich nicht zwangsläufig sein, dass da jemand schon 9-7 hat. Die bessere 10. Gegen die hat er halt den Gutter und seinen Two-Pair. Oft wird auch einfach gefoldet vor ihm. Marek hat natürlich jetzt den Ugly-Spot, aber Jaroslav stellt auch noch All-In und Marek denkt sich, oh man, ja, es ist schlecht, aber Fold, Fold. Marek Fold, ja, macht Sinn. Ja, Eddie sagt das Richtige. Er will unbedingt noch aus dem Brand kommen in den letzten 10 Minuten. Ist natürlich schon ordentlich hinten, aber wenn Stefan ja auch callt und er das noch gewinnen sollte, dann wäre er aus dem. Nein, ich meine mit dem Stack. Wenn ein? Ja, 2-9. Dann bin ich hinten. Check. Ich habe nur die 10. Straight. Gefloppt. Straight gefloppt, das gewinnt. What the fuck? Ja, das ist richtig von Marek hier, what the fuck? Ja, Mai, es geht eben zu Ende. Es geht gegen Ende der Session. Sie spielen, glaube ich, noch eine Viertelstunde da zu dem Zeitpunkt. Und dann, ja, wird eben random einfach gecallt. Jeder will aus dem Brand kommen. Und bei Jaroslav klappt es eben. Er floppt die Straight. Eddie jetzt natürlich weit im Brand, hat keine Lust mehr nachzuladen. Macht auch wenig Sinn. Jaroslav schießt sich damit ein bisschen ins Plus. Und wir beenden diese Session, wenn ich es richtig sehe. Ja, da waren noch ein paar Action-Hände dabei. Momentan im Kings läuft noch das Sunday 50 No-Limit Hold'em. 2500 Euro sind da guaranteed. 50 Euro dabei in und bis 21 Uhr könnt ihr euch noch registrieren. 2 Stunden gar noch gut Zeit für die Late Rag. Momentan sind da noch 14 Spieler registriert erst. Guarantee ist auf jeden Fall was zu holen. Kommt noch ins Kings, wenn ihr Lust habt, Zeit habt und den kurzen Weg, selbstverständlich. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sehen uns nach einer kurzen Unterbrechung wieder zur 5-5 Omaha Session heute hier im Kings.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Kings Casino. Wir sind jetzt live mit Episode 36 von Cash Kings, der 5-5 Pot Limit Omaha Session. Wir sehen das Lineup mit drei Spielern aus Polen: Marek Blaszko, einer der bekannten Regulars, zusammen mit Tesa, und Freddy Dehling auf der 1, auch einer der Cash King Regulars. Sind hier dabei, 5-5 Omaha wird gespielt, 500 Euro ist das Minimum Buy-in. Wir sehen das neue Setting für die Cash Kings Episoden. Richtig schön gemacht. Button ausgespielt. Und wir beginnen gleich mit der ersten Hand. In den nächsten Minuten wird mich noch ein Stargast-Kommentator, wenn ich das so sagen darf, begleiten. Dürfte jeden Moment hier eintreffen. Und wir sehen also die erste Hand bei Cash Kings in PLO. Manifold, Tesa mit dem Limp, One-Gap Connectors und Marek. Verwundert waren wir alle hier von der Cashings-Produktion, dass er auch für die Omaha-Session dabei ist. Aber er meinte, kein Problem, lässt sich den Spaß nicht entgehen. Und drei Spieler sehen den Flop. 25 war das Open Raise von Marek. Zwei Jacks im Flop, das ist ziemlicher Action-Killer, aber Bartosz könnte das, denke ich, gewinnen. Er weiß wahrscheinlich, ja, jetzt weiß er, dass er gut ist. Jetzt ist es für ihn offensichtlich, dass er diese Hand gewinnt, aber ich denke, da dürfte es keine Action geben von Mike und Tesa. Er kann es eigentlich auch nicht value-betten. Es ist sehr sad, also er weiß genau, wenn er jetzt bettet, folgen beide, und er gewinnt aber so oder so. Ja, Tesa fold und Marek wird das auch folden. Easy first hand für ihn. Aber bei dem Board auch natürlich irgendwie. Schwer weiterzuspielen für die beiden anderen Hände. Eher so Connector-mäßig unterwegs. Marek Ace Queen 9-8, natürlich auch eine schöne Hand, aber auf dem Board ist so ziemlich alles tot. Was denn da auch nur sein kann. So, und wir sehen die erste 3-Bet sofort von Bartosz aus dem Small Blind. Hier mit Ace King und Queen Deuce. Geht es jetzt durch. Carol callt das mit Ace Jack 10 2. Lob den Open Ender. Und Bartosz den Flush Draw. Checkt hier zu ihm. Sieht so aus, als würde er das betten wollen. Wenn er natürlich seinen Gegner checkt, ist er halt in den meisten Fällen relativ gut. Und wird es hier mal versuchen zu betten. Dürfte in dem Fall noch keinen Fold kriegen. Bartosz müsste das eigentlich einmal callen mit dem Flush Draw. Und er raised das Pot mit dem Nutflush Draw.
geht ihm da nichts. Und das sind 360, ja. Easy fold. Ja, er hat versucht zu stehlen. Kann es natürlich auch gleich folden dann. Ja, Mini will da Karten von ihm sehen. Aber das wird zumindest am Anfang der Session noch nicht der Fall sein.